Weiter geht's im dunklen Palast des Pilzkönigreichs in der Vergangenheit mit Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. In der letzten Folge hatten wir, wie ihr schon gesehen habt, richtig durchgekämpft mit den ganzen Gegnern und die sind jetzt nicht zum Spaßen. Und ja, uns erwarten noch einige Gegner. Bevor wir dann jetzt zum Final Boss kommen, wird es noch einige Zeit dauern. Daher werden wir jetzt uns richtig schön Zeit nehmen. Da geht es auch ins Schalter, aber da kommen wir jetzt nicht dran. Aber da ist jetzt der nächste Schalter, den wir jetzt betätigen müssen. Hier in diesem Part jetzt. So. Okay, da scheint wohl jetzt eher doch einen Schalter aktiviert zu haben. Bringen wir mal jetzt die Mario-Brüder jetzt mal hier rüber. Nur zur Sicherheit, damit wir jetzt nicht Game Over gehen und wir müssen den ganzen Scheiß von vorne machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt gibt es ein kleines Minigame hier. Ein bisschen Münzen sammeln. Schadet ihr natürlich nicht. Ja, 1132 ist ja auch eine super Nummer. Und die Frage ist jetzt, was bringt dann der obere dort? Die oberen zwei Schalter. Kommen wir da etwa auch irgendwie ran? Oder ist es erst im späteren Verlauf des Spiels? Aber da müsste doch sicherlich einen Weg geben. Da müsste hundertprozentig noch einen Weg geben, um da rüber zu kommen. Weil ich sehe ja dort, in der Wand können wir dort irgendwie entlang kommen. So, mal schauen, ob wir in der Wand entlang kommen. Müsste doch irgendwo einen Weg geben, zu kommen. Aber vorerst müssen wir jetzt mal die Gegner erledigen. Und ich finde, das wird jetzt nicht so einfach sein. Machen wir mal die Feuerblume. Und die Trampoline muss ich jetzt richtig dann aufstocken für den Final Fight, weil die sind dann ziemlich nötig. Da werden wir jetzt einmal ein bisschen schön die Gegner wegfetzen und ein bisschen mehr Münzen sammeln. Ich wusste, dass er unten angreift. Ach nö. Na bitte.
Wir kriegen jetzt noch ein extra Item zurück. Und ein One-Up-Pilz. Und nicht schon wieder diese Viecher. Jetzt mal ein bisschen jetzt mal Pause halten hier. Das gibt's doch nicht. Dass ihr ausgerechnet jetzt kommen müsst. Und das Leben noch schwieriger machen wollt, wo müsst. Für uns alle. Ach, verdammt, zu früh. Weiß ich nicht, wo die Bröckeln kommen, ey, Mann. Aber diese mal ganz klein. Ich glaube, den Angriffswert muss ich ja wirklich stark erhöhen. Die sind jetzt nicht ganz ohne, die Gegner. Oh Mann. Ich glaube, ich werde jetzt sicherlich jetzt Mario verlieren. Nö. Ey, langsam nervt ihr mir. Langsam geht ihr ziemlich auf den Geist. Nur seinen besten Freund. Ich habe ja richtig im richtigen Timing getroffen. Warum zählt das denn hier nicht? Wie viele Hitpoints hat der noch, diese Seifenblase? Die müsste schon längst down sein. Aber der hält immer wieder seinen besten Freund. Das ist doch echt unfair. Komm. Na gut, wieder ein One-Up DX, bitte. Na ehrlich, jetzt langsam nervt mir das Spiel jetzt langsam. Mit deren Taktik. Was soll ich machen? Ja, die Gegner sind einfach zu overpowered, ey. Komm. Das kann man ja echt bezeichnen als einer der stärksten Gegner im ganzen Spiel. Gut, jetzt reicht's mir. Da habe ich... Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind geliefert, Leute. Machen wir die Seifenblasen als erstes fertig. Na bitte, Gott sei Dank geht der down, dieser Drecksack. So, wieder mal einen Ultra-Pilz gönnen. Ich glaube, die Verteidigung werde ich jetzt definitiv erhöhen lassen. Verdammt. Die Rex halten aber sehr viel aus.
Das waren ja schon nicht eine Plagegeister genug, diese Gegner hier, ne? Der Rex. Alter, wie viele Hitpoints hat der denn noch? Normalerweise müsste er schon jetzt längst down sein. Jetzt ist er down. 700 Erfahrungspunkte. Das gibt ja sehr viele Erfahrungspunkte in letzter Zeit. Die Seelenblasen sind die größten Quälgeister im gesamten Spiel. Das muss ich jetzt schon ehrlich zugeben. Und die verschwenden recht viel Items. Das ist doch echt Banane. Das ist mir nicht mehr normal hier. Oh Gott, oh Kacke. Hä? Ach nö. Dein Ernst jetzt, Mario? Hauptsache, Luigi hat jetzt die Sache geregelt. Dann muss ich jetzt leider bei den Kämpfen jetzt richtig stark konzentrieren, Leute, weil ich kann jetzt nicht so viel kommentieren. Oh Mann. Schon Part 39, wir sind immer noch nicht ganz durch mit dem Spiel. Ich hoffe, dass wir dann bald, wahrscheinlich in Part 40 oder Part 41 schon das Spiel bald durch haben. Ist aber auch noch ein Weg, aber... Hier ist noch ein Gegner hier. Okay, also da muss ich auf den Block wirbeln. Ich habe gedacht, da geht's ein. So. Jetzt kommen wir dort mal schon mal weiter. Und ich glaube, die anderen Schalter sind jetzt sowieso nicht mehr nötig. Ich glaube, jetzt für den nächsten Phase werden wir jetzt mal schnell uns vorsorgen. Glaube ich mal, fürs Erste. Ich glaube, ab hier wird es dann schon richtig gefährlich. Das habe ich nur so eine Vorahnung. Wir können zum Glück jetzt eh noch zurückgehen. Also, einen Weg zurück gibt es hier natürlich sowieso noch, glaube ich mal zumindest. Ja, wir können zurück. Ich habe schon gedacht, wir kommen gar nicht mehr zurück und dann ist es echt, sind wir echt am Arsch, aber so wie es aussieht, ihr wollt doch nicht. Gut. So, dann werden wir mal jetzt schnell jetzt alles vorbereiten. Für die zweite Phase, weil... Diese Phase kann schon ein bisschen ekelhaft werden. Aber wir werden jetzt uns schnell jetzt mal alles vorbereiten für den letzten Fight. Wir werden jetzt die wenig nutzvollen Items jetzt mal auslassen. Und dann werden wir da mal schnell alles herrichten, was wir brauchen.
Also wir werden jetzt noch in diesem Part jetzt nur noch alles herrichten, was wir jetzt wirklich brauchen. Die wenig nutzvollen Items lassen wir mal aus dem Spiel. Und die mehr wichtigen Items nehmen wir dann halt eben mit. So, besonders die Items brauchen wir jetzt. Wir haben mit der Ausrüstung jetzt eh schon genug. Aber tun wir mal jetzt schnell die Items, die wir nicht brauchen, wegschmeißen. Klingt blöd, aber ja, muss man halt so machen. Ich weiß, der Pilztau bringt ja leider nicht so viel. Den Supertau können wir auch mal verkaufen. Die Taschenfaust habe ich ja eher selten genutzt. Blumenmix habe ich so viele gesammelt. So. Jetzt können wir mal schnell was kaufen. Was wir brauchen, sind natürlich besonders die Trampoline. Aber ich weiß, es reicht nicht so viel aus. Daher jetzt mehr Ultra-Pilze kaufen. Das ist das Wichtigste jetzt. Ultra-Taus können wir ruhig 5 davon mitnehmen. Und jetzt Pro-Items brauchen wir ja noch eine Menge. So, trampolinmäßig habe ich nicht so viele davon, aber die paar Dautz-Eier habe ich ja eher selten genutzt. Also werde ich die auch jetzt weniger nutzen. Klingt blöd, aber wir haben das eher selten genutzt, die Taschenbaus. Habe ich auch jetzt selten genutzt, aber die heben wir noch auf. Pilzorden habe ich ja eher selten genutzt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich das hier verkaufen soll. Ich bin jetzt eher skeptisch darüber, aber ich glaube, der Pilzorden A ist etwas die bessere Variante. Dann werde ich das hier verkaufen. Klingt blöd, aber was soll's. Es wird nicht einfach sein. Das kann ich jetzt euch schon garantieren. Also müssen wir immer regelmäßig rausgehen und wieder reingehen, um uns wieder aufzufüllen. Ist mühsam, aber was soll's. Weil wir haben jetzt nicht so viele Münzen gesammelt über die ganze Zeit. Wir haben die ganze Zeit sehr viele Items aufgefüllt, bessere Ausrüstung geholt. Aber ich glaube, es gibt keine bessere Ausrüstungen mehr, weil das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist jetzt nur noch in die Spitze zu gehen. Immer wieder zum Final Boss gehen. Wir werden uns dann immer vorher durchkämpfen bis zum Final Boss. Geht ja nicht anders, weil wir haben jetzt keine besseren Ausrüstungen mehr hier. In Toadtown in der Vergangenheit gibt es natürlich auch keine guten Items, wenn ich mich recht erinnere. Aber naja, kann man nichts machen. Na gut. Machen wir uns schnell auf den Weg nach oben. Aber wir haben jetzt nur einen kleinen Fortschritt gemacht in letzter Zeit. Also ihr könnt schon damit rechnen, dass noch 2 bis 3 Parts folgen. Also bis zum Finale wird es noch ein bisschen dauern. Inzwischen tun wir dann mal schnell die nächste Etage mal erreichen. Ich bin schon mal gespannt, was jetzt dann der finale
Dungeon noch zu bieten hat. Denn ich glaube, wir sind jetzt dann sehr, sehr bald am Finale. Ja, und die Gegner sind jetzt wieder respawned. Das ist mal super. Ah, die will ich jetzt ein bisschen jetzt kurz vermeiden, jetzt zu kämpfen. Wäre aber auch ziemlich nützlich, dass wir danach ein bisschen mehr leveln können. Das würde ich dann normalerweise dann privat machen. Aber mal sehen, was jetzt die letzte Etage uns jetzt bringen wird. Also die nächste Etage, wo wir jetzt gehen müssen. Gut. Wir kennen schon diese ganze Stelle hier. In der Vergangenheit. So hat es auch früher ausgesehen, nur die linke Seite war beschädigt. Und hier sind natürlich die UFOs, die jetzt bewachen, die Spitze des Berges. Also, wir sind jetzt noch in der ersten Etage. Was wir da tun müssen, ist zum Beispiel, die UFOs werden uns versuchen aufzuhalten. Also müssen wir durch die Bibliothek gehen. Also, wir können jetzt nicht hier durch die ganze öffentliche Sache hier reingehen. Aber wir müssen jetzt mal die Gegner jetzt hier beseitigen. Das wäre das Erste, was wir jetzt tun müssen. Ach, Mann. Ihr nervt langsam. Ich weiß ja auch schon, warum ich die Rex jetzt als erstes beseitigen muss. Die Gegner sind einfach nur nervig, diese Seelenblasen, ne? Verdammt, dann Ofenkäse. Mann. Ja, den Trampolin geht nicht anders. Mann. So, die sind wir jetzt mal endgültig los. Ich finde überhaupt keine bessere Ausrüstungen mehr. Weil in der Gegenwart gibt es keine, in der Vergangenheit gibt es keine guten Ausrüstungen mehr. Oh Mann. Jetzt auch noch Mario da aus dem Weg geräumt. Das ist ja echt wunderprächtig. Mario braucht jetzt noch ein Level-Up.
Schauen wir, so wie es aussieht, wenn wir schon sicherlich schon bald Level 30 haben. Also bis zum Finale dauert es noch nicht so lange. Und hier ist ein Shroopsworth. Ein neuer Gegner. Der Shroopsworth hat 160 KP, 180 Angriff, 120 Verteidigung. Und beim Besiegen bekommt man 180 Erfahrungspunkte. Was er so einsetzt, nun er wirft natürlich wahrscheinlich Shroops oder so. Ich weiß nicht. Aber mal sehen. Ich greife ihn mal mit dem Dingens an, damit wir ihn aus dem Weg räumen können. Shroop Asi, sein Kumpel, den räumen wir auch noch weg. Ja, Shroopsworth ist nun Shroop-Geschichte. So, wir können jetzt nicht in die andere Seite gehen. Hier sind noch sehr viele Shroopsworth unterwegs, also nicht nur der einzige. Und Luigi wird getroffen, was für ein Lappen. Hauptsache jetzt keine Seelenblase mehr, weil diese Gegner waren schon richtig ein Rotz. Oh nein. Ausgerechnet muss er jetzt auch noch das hier machen, ne? Okay. Die Gegner können jetzt schon richtig gemein werden. Na bitte. Wird jetzt schon Zeit, dass jetzt Mario auch bald ein Level-Up bekommt. So. Sehr viele Taschenbaus hier unterwegs. Okay. Da gibt es auch ein paar Dinge hier. Sei denn, wir müssen jetzt diese Babys jetzt mal rüberfliegen lassen, oder? Nee, doch nicht. Shit. Oh, shit. Jetzt sind die echt in Gefahr. Oh, here we go again. Ich war echt, ich habe mich falsch verkalkuliert. Ich
gedacht, da muss man drüber fliegen, aber nee. Heiter werden. Machen wir erstmal die Seelenblasen hier fertig, weil die sind die nervigsten Gegner überhaupt im Spiel. Scheiße! Ne, weißt du was? Ich werde jetzt mal fliehen. Ne, ich habe keinen Bock drauf. Ich hau ab. Ich weiß, ich verliere Münzen, aber wen juckt's? Wenn ich mit dem Baby mache, habe ich keine Chance. Also ziemlich knapp. Okay, hier kommen wir dann zum Boss, aber da wollen wir jetzt natürlich nicht hin. Aber naja, das können wir erst später machen. Weil ich glaube, die Kämpfe werden jetzt ziemlich brutal werden in dieser Etage. Also deshalb werde ich jetzt einmal das hier mal vermeiden, die Kämpfe hier. Was ist jetzt mit dem... Aber ich glaube, Level 26 müsste auch reichen dann für den Final Boss. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber je mehr Gegner wir besiegen, desto besser. Na gut, Leute, im nächsten Part geht es dann weiter. Wir haben jetzt leider nicht so viel Fortschritt gemacht, aber wir haben einige Sachen gekauft und so weiter, aber ihr kennt schon die ganze Chose. Na gut, im nächsten Part geht es dann weiter. Dann müssen wir als erstes mal nachschauen, was wir jetzt als nächstes tun können. Also, falls euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da und falls nicht, geschehen gerne ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann, wenn wir mal nachschauen, was wir als nächstes tun können. In der neuen Etage des Schlosses. Also, bis zum nächsten Mal, haut rein. Euer Red Pugetendo. Ciao!